Hallo Freunde der Spiegeltour, willkommen zurück bei Total War Rome 2. Neue Runde. Nein, nicht neue Runde in dem Sinne, sondern neue Runde. Mein Gott, das läuft mir die Nase. So, Krieg erklären. Deren Verbündete, Kaledonia und die Steppenhorde. Mit Kaledonien haben wir schon Krieg. Und die Steppenhorde... Ich glaube, mit euch habe ich auch schon Krieg. Dann werden. Sind auch beigetreten. Und das ist alles dafür, dass die Franken sofort tot sind. Bam. Alle erledigt. So, was wollen wir euch denn geben? Wie ist die Armee denn aufgebaut? Ach, weil du nicht weißt, was du machen sollst, nimmst du Kavallerie. So, Reichweite auf der Kampagnenkarte. Forschung abgeschlossen. Muss ich mal gucken. Wir haben die beiden Provinzen gesichert. Oh. Pannonien und Mesopotamien müssen wir eigentlich nur noch nehmen. Dann haben wir den militärischen Sieg errungen. Wer ist denn hier drin? Die Germanische Konföderation. Wie ist unser Stand zueinander? Neutral. Oh. Breiten wir uns jetzt erstmal so weit aus, dass wir Mesopotamien einnehmen können. Dann kümmern wir uns um den Rest, oder wie machen wir es? Ih, palmyrische Rebellen. Nee, euch lasse ich nicht nochmal auferstehen. Boah, gefangen lasse ich frei. Die gibt es nämlich eigentlich gar nicht. Die Fraktion ist schon lange tot. So, Petra. Was wollen wir denn mal aufbauen in dir? Requedukt. Sonnentempel können wir hochziehen. Und dann macht noch ein weiteres öffentliches Forum. Plus 10% Verstärkungsrate für alle Einheiten. Plus 10% Moral für alle Landeinheiten. Für alle Söldnereinheiten. Hm, Moral, nö. Plus 30% auf diplomatische Beziehungen durch Abkommen. Ach komm. Mehr Geld durch Industrie. Ich habe zwar nicht so viele Industriegebäude, das hat man mal ein bisschen verändert. Ausbau noch. Jetzt schauen wir mal eben wegen den Armeen. So, gegen euch haben wir ja gekämpft. Deshalb ist da nichts mehr drin in der Stadt. Wir können einfach mal einmarschieren. Bei den Kaledoniern. Noch mehr heidnische Gebäude.
ich euch dienen? Du kannst mir so dienen, dass du die Vorräte vergiftest von denen, danke. Durch meine Hand ist es geschehen. Dann vergiften wir den Brunnen der Siedlung. Auch schön. So, ihr bleibt erstmal auf Belagerung. Rhodos. Ich erwarte eure Befehle. Können wir die Flotte hinschicken? Wir hungern nach einer Schlacht. Ach, guck mal. Wir setzen den einfach mit dahinter, dann können wir die sofort ausschalten. Da sind wir nämlich massiv überlegen. Knallen wir die Truppen mal eben in der Verteidigung weg. So. Einer von euch hat auch ein Upgrade bekommen, beziehungsweise Armeetradition. Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Kampf. Zu euren Diensten. Und da drüben bräuchte man noch eine Armee. Du hier oben bist auch fertig. Es ist eine Ehre. Oh, ich muss mal kurz die Provinzen durchschalten. Ob ich noch irgendwo was habe, was nicht ausgebaut ist. Also wo ich leere Felder habe. So, dich sollten wir auf jeden Fall umwandeln. Dich können wir einreißen. Noch Kackhausverbesserung. Sanitäre Einrichtungsverbesserung. Minus 22. Kulturelle Unterschiede minus 11. Das korrigieren wir aber auch noch. So, KI, greif mich an. Fick dich, KI. Oh, Entschuldigung. Toxic Speech. Ach, ich warte auf meinen Rückenlehnenstuhl. Nein, Rückenlehnen ist falsch. Mein Wackelstuhl. Ihr wart würdige Verbündete, doch... ...800 gegen 4200... ...werde ich wohl nicht knacken. Ja, lauf doch noch weiter. Ah, es sind so schäbige Armeen. Aber ich kann nichts dagegen tun.
wenn die mir gerade da so reinlaufen. Und verdammte Hacke, ich muss mal ganz schnell was gucken. Ich weiß, ihr hört jetzt gerade nichts, aber ich habe gerade ein wenig Angst. Hallo, Freunde der Spielkultur. Nö, alles super. Ich habe nämlich gedacht, die Soundaufnahme vom letzten Teil wäre für den Arsch. Hatte wieder jemand geschrieben, dann kannst du nicht mal 5 Sekunden reinhören, ob das so richtig ist. Ja, normalerweise höre ich immer 5 Sekunden rein. Aber wenn dann zwischendurch irgendjemand hier schellt oder irgendwas anderes passiert, dann kann man es schon mal vergessen, nochmal in die Aufnahme reinzuhören. Zu euren Diensten. Schatzkammer plus 12.000. Ja, schüchtert die Opposition ein. Errichtet folgendes Gebäude, großer Tempel des Sol Invictus. Wohlstand durch lokalen Handel. Gab es nicht gebäudetechnisch? Muss mal ganz kurz nachdenken. Banditentum haben wir noch 30. Ah, da. Wohlstand, Industriewohlstand durch Handel. Nach einer Schlacht. Bereit zum Kampf. Wie kann ich euch dienen? Wie kann ich euch dienlich sein? Alle Schnauze ist zu. Klappt super, nicht, aber Hauptsache du hast einen Aufstieg in deinem Rang gehabt. Bereit zum Kampf! Die Siedlung wird belagert! Holen wir unsere Stadt direkt wieder. Bevor der da Unheil anrichtet. Zu euren Diensten! Und glaube ich, hat geschafft, in einer Runde Unheil anzurichten. Wir hungern nach einer Schlacht. Niemand wird es. So, rein da. Alles gut. Macht einfach die Blockade und gut ist. Der Siedlung geht's auch gut. Einfach mal die Flotte weiter ausbauen. Bleibt hier bei schäbigen Schiffen. Ach komm, wir machen direkt voll. Neue Armee aufstellen. Oh, nur vom Rat der Patrizier und den anderen Bananen. Wie sieht das denn aus politisch? Mögen mich alle? Die Viri Egregi auch am meisten.
arrangiert eine Hochzeit zwischen der regierenden Partei und einem ihrer Rivalen. Ja, nehmen wir dich. Ich erwarte eure... Ich will stündliche Wachgänge. Was ist der Unterschied? Moral, ne? Die haben eine niedrige Grundmoral, die prätorianische Garde. Und ist deshalb 20 günstiger. Und die haben eine andere Spezialfähigkeit. Peitsche einsetzen. Die können schneller vorrücken. Und die, Jovianer haben die Schildwand. So viel dazu. Da haben wir alles ausgebaut. Ja, und dann können wir direkt hier den großen Tempel bauen, ne? Dauert ja auch nur 12 Runden. Willkommen! Wir werden reden und dann speisen, bis uns die Bäuche rumoren und uns die Allerwertesten wehtun. Tja, doof, dass ihr nur nicht mit mir großartig handeln wollt. Sicher, wir müssen reden. Wie die Sachsen, ey. Kriegerisch veranlagt, haben jetzt nichts zu tun. Finden das natürlich total kacke, gammeln da, sich da einen ab. Und bringt mir alles nix. Die wird nicht belagert, die wird eingenommen, bitte. Mauretanien. Haben die überhaupt irgendwo anders noch ein Dorf oder sonst irgendwas? Nee, ne?
Da hätten die doch eigentlich schon tot sein müssen. Ohne Heimatstadt gehen die doch ein, die Armeen. Geh ruhig weiter, schau, was da steht. Du Spion kannst auch nach Osten. Wie kann ich euch dienen? Lass mal gucken, was da oben los ist. Mein Verstand und meine Worte, du bleibst hier weiterhin aufgestellt. Ihr bleibt auch weiterhin hier zur Sicherung der Küste. Minus 10% Unterhalt für alle Landeinheiten, die in der Armee drin sind. Ihr bleibt da stehen. Ja, was mache ich mit euch? Ihr kommt hier an die Küste. Und gehört mit zu der Küstenverteidigung. Falls die Sachsen sich entscheiden, mich zu ärgern. Da habe ich wenigstens eine Armee da. Ist nicht die Welt, aber so wissen die Sachsen, dass ich nicht alles einfach da stehen lasse. Und die wüten jetzt da so bescheuert durch wieder. Arsch voll Kohle und ich kann nichts damit anfangen. Egal, egal, Umsturz. Hafensiedlung wird belagert. Ha, Elendsviertel. Aufstand niederschlagen. Das ist aber so gewesen, dass die Feuer hier schon gefehlt haben. Also die Gebäude, wodurch das Elendsviertel entstanden ist. Mehr Wohlstand durch Bergbau. So, Amphitheater. Mehr Wohlstand durch Industrie. Moment. Machen wir lieber den Viehhändler. Auf Sizilien ist die Bevölkerung besorgt. Wir haben doch auf plus 1 schon. Die öffentliche Ordnung. Dann kann ich den einen sogar nicht mehr steigern. Ach, die hatten Rodos die ganze Zeit, ne?
hier, wo ich gerade meinte, die Fraktion müsste ja schon lange tot sein. Ja, die haben von Rhodos aus dann die Truppen losgeschickt. Ah, ich hasse diese dämlichen Inselstaaten. Attentat, Gemetzel, geht mal auf Gewaltmarsch, wie weit kommt ihr? Alles klar. Und ab die Post. Und nächste Runde können wir dann die zurückdrennen. Dann unsere Armee, die wir ausheben. Drei mehr Kavallerie, dreimal gepanzerte Bogenschützen. Zwei römische Onager und der Rest wird komplett Infanterie. Komm, da werde ich bei der Garde bleiben. Und wir haben schon mal alles ausgewählt. Kann ich gut mitleben. So, Rom, du armes Rom. Öffentliche Ordnung plus 43, also können wir auch das Forum Boarium für den Viehhandel hier aufbauen. Kriegen wir mal 10% auf Landwirtschaft. Könnten viel mehr Geld verdienen, wenn ich da nicht so viel Tempel gebaut hätte. Ich bin einfach so ein Tempelfanatiker, weil ich früher bei Rome Tour so wegen der öffentlichen Ordnung immer geflucht habe. Die reichsten Provinzen sind alle von Rom. Niemand wird entkommen. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Die Siedlung im Namen Roms einnehmen! Yeah! Ich erwarte eure Befehle. Ist das jetzt schon die letzte Siedlung der Kaledonia? Wäre schön. Ja. Nein, Unterwerfung gibt's nicht. Kaledonia werden vernichtet. Komischerweise haben die ihre Agenten behalten. Na, vielleicht verschwinden die bis zur nächsten Runde. Wir hungern nach einer Schlacht. Niemand wird entkommen. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Hätte ich vielleicht doch selbst machen sollen.
Tja, aber damit ist die Zeit schon wieder rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Total War Rome 2. Diesmal wieder reine Aufbaufolge gewesen. Dann schauen wir mal, womit uns die KI nächstes Mal ärgert. Bis dahin, Schüle, euer Imperator.